Für ihn ist dieses Gefährt wohl eine Nummer zu klein. Das Gogomobil aus dem Jahr 1967, mit dem alles begann. Vor genau 50 Jahren übernahmen die Bayerischen Motorenwerke die Hans Glas GmbH mit ihren Standorten in Dingolfing und Landshut. Beim Blick auf die aktuellen Modelle sieht es da wieder anders aus. Die dürften wohl eher Seehofers Geschmack sein. Gewachsen sind aber nicht nur die Modelle, sondern auch die Standorte. Eine grandiose Erfolgsgeschichte für die Automobilprodukte. Das sind ja weltweit Spitze, aber auch für Niederbayern. Niederbayern ist heute Tabellenführer in der Wirtschaftskraft, bei der niedrigen Arbeitslosigkeit. Kein Wunder bei allein 17.500 Menschen, die im Dingolfinger Werk arbeiten. Das macht es zum größten Produktionsstandort von BMW in Europa und zum zweitgrößten weltweit. 1.600 Autos laufen hier täglich vom Band, 350.000 im Jahr. Zahlen, die man sich vor 50 Jahren nicht erträumt hätte. Meine Standortgründung hier in Dingolfing im Jahr 1967 oder 66 war ja mitten in einer Phase, wo dann ganz schnell die Ölkrise kam, wo man nicht an die Zukunft des Automobils geglaubt hat und wo wir damals mit Fahrrädern auf der Autobahn gefahren sind wegen autofreien Sonntagen. Und wenn man jetzt sieht, wie sich das entwickelt hat in den letzten 50 Jahren, dann war das ein Erfolgserlebnis für die BMW-Gruppe, ein Erfolgserlebnis für die Region Niederbayern, weil hier in Dingolfing sehr, sehr hohe, komplexe, sehr, sehr gute Produkte gefertigt werden, die weltweit exportiert werden. Aber nicht nur als Arbeitgeber ist BMW unverzichtbar. Auch für die Kommunen spielt der Autobauer eine erhebliche Rolle. Keiner hätte sich das damals träumen lassen, dass das eine solche Erfolgsgeschichte wird, aber die ist es geworden. Und da haben ganz viele Leute einen Beitrag geleistet. Es war sicher eine sehr mutige Entscheidung damals vom Unternehmen, aber auch von den Politikern hier vor Ort, von unseren Vorgängern. Aber sie ist goldrichtig gewesen. Das ist für unsere Region Landshut, Stadt- und Landkreis Landshut, natürlich sehr, sehr wichtig für die Arbeitsplätze in der Region. Und dass hier dieses Bekenntnis für den Standort durch das Leichtbauzentrum in Landshut von BMW aus dieses Signal gesetzt wurde, das ist für uns sehr, sehr wichtig. Gott sei Dank hat sich BMW damals für Dingolfing entschieden. Das sind jetzt 50 Jahre, so etwas wie eine goldene Hochzeit. Da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch BMW, ihr habt die richtige Braut erwischt. Sie ist zwar nicht besonders gut eingesammelt gewesen, aber sonst hat sie alles gehabt, was einen Bräutigam glücklich macht. Auch unter den restlichen Ehrengästen war man voll des Lobes. Niederbayern wäre ohne BMW gar nicht denkbar. Das spürt man in ganz Niederbayern, in allen Regionen, natürlich in der Region in Dingolfing und in Landshut besonders. Wenn ich bei uns nur schaue, was wir für viele Arbeitsplätze als Automobilzulieferfirmen haben, das ist mal die eine Geschichte. Und dann schätzungsweise 4.000, 5.000 Menschen aus dem Landkreis Deggendorf arbeiten bei BMW. Große Dankbarkeit und hohen Respekt für die Innovationskraft für die Zukunft. Die Qualität hängt schlichtweg von der Qualifikation der Mitarbeiter ab. Die sorgt dafür, dass Produkt und Dienstleistung richtig sind und dass wir damit im Wettbewerb bestehen können. Ich glaube, das hat BMW nicht nur verstanden, sondern zeigt das weltweit für uns. Und demzufolge ist es eben der berühmte Leuchtturm für Niederbayern. Damit der auch weiter strahlt, denkt man bei BMW natürlich an die Zukunft. Die Freude am Fahren wird mit Sicherheit erhalten bleiben, auch wenn die Zukunft etwas grüner wird. Wir sind diejenigen, die Elektroautos heute schon auf der Straße haben und nicht ankündigen. Letztes Jahr 62.000. Und bei den Plug-in-Hybriden, wo auch der 5er als Plug-in-Hybrid kommt und beim 7er, der schon sehr erfolgreich ist, als Plug-in-Hybrid, denke ich, erarbeiten wir uns gerade ein neues Feld, wo dann auch die Batteriezellen und die Batteriemodule hier in Dingolfing gebaut werden und damit auch bei elektrifizierten und bei Hybridfahrzeugen Beschäftigung gesichert werden kann. Die Prognosen sind also wesentlich besser als vor 50 Jahren. Und gefeiert wurde gleich doppelt. Neben dem 50er nämlich auch noch das 10-millionste Fahrzeug aus Dingolfinger Fertigung. Das war dann auch wieder ein Auto nach Seehofers Geschmack.